Für die, die noch nicht dort waren, ist es Sehnsucht. Für die, die ihn kennen, ist es die reine Sucht. Der Cajón-Pass. Wenn es eine Pilgerstätte für die Freunde der amerikanischen Eisenbahnen gibt, dann steht der Cajón-Pass in Südkalifornien an erster Stelle. 2 Autostunden von Los Angeles entfernt bietet er in wunderschöner Berglandschaft im Schnitt 80 Züge in 24 Stunden und das bei meist gutem Wetter. Die erste Strecke über den 1150 Meter hohen Cajón-Pass wurde schon 1885 eröffnet. Ein großer Teil der ursprünglichen Streckenführung ist auch heute noch in Betrieb. Der Scheitelpunkt der 130 Kilometer langen Cajón-SAP der BNSF von San Bernardino nach Barstow liegt am Cajón Summit. Mit dem zweigleisigen Ausbau der 1913 hinzugefügten Streckenführung über die Sullivan's Curve stehen seit 2008 auf der Cajón-SAP nun 3 Streckengleise zur Verfügung. Mit der zum Teil parallel zu BNSF verlaufenden Mojave-SAP der Union Pacific bietet der Cajón-Pass lebhaften Zugbetrieb auf 4 Gleisen. All das wurde im April 2011 vom ersten Morgenlicht bis zur Abenddämmerung mit der Kamera eingefangen. Wobei neben dem Schwerpunkt um Hill 5A2, Cajón Summit und Summit Valley auch der Streckenteil in der Mojave-Wüste entlang der Route 66 in packenden Szenen festgehalten wurde.